So, den Schlüssel weg. Den Schlüssel hin. So geht die Tür auf, die ich nicht brauche. Was war das jetzt eigentlich hier oben mit der Treppe? Ach, zu dem bin ich noch gar nicht gekommen. Wahrscheinlich durch die Tür. Da für dich. So, Stromschlüssel. Wo ist der Stromschlüssel? Ist er wieder am Ausgangspunkt gespawnt? Ja. Wow, das war knapp. Den nehmen wir sicherheitshalber mal mit. Mal sehen, ob wir ihn brauchen oder nicht. Nicht du schon wieder. Mein Herr? So, ihr habt es also bis hierher geschafft. Ich muss euch leider mitteilen, werter Herr, dass der Spaß zu Ende ist. Es ist meine eingeschworene Pflicht, hier zu wachen. Aber während unserem kleinen Wettkampf... Oh, wie soll ich das nur ausdrücken? Habt ihr meine Zuneigung gewonnen, werter Herr? Der Anblick von euch, wie ihr euer Leben in einen eleganten Sprint riskiert, das ist etwas, das ich einfach nochmal sehen muss. Hey, habe ich als Zornwächter versagt, da ich so fühle? Also, versteht ihr, werter Herr, ich möchte ein Leben voller Wettkämpfe leben. So weit zu kommen, um dann aufzugeben? Nein, ich bin, so bin ich nicht. Es ist mir egal, ob ich als Torwächter versage. Lass uns dieses Rennen zum allerbesten Rennen machen. Mhm. Au. Den Bambus habe ich gesehen. Bin ich durch die Tür durchgekommen? Ach, scheinbar. Ah ja, da war die Tür direkt vor der Pforte. Oh. Zwei von denen. Wieder mal. Kann ich euch blitzen? Wow. Du springst ziemlich hoch. Aber wenn ich dich blitze, dann kriege ich Poli. Also an. Wow. Kann ich jetzt deinen allerwertesten blitzen? Ja, kann ich, aber bringt nur nichts. So. Und du verlierst auch nochmal 4 oder 5 Zähne. Ja, Schaden habe ich halt jetzt schlecht, weil ich einmal getroffen wurde. Aber ist ja halb so wild. Zum Glück habe ich den Schlüssel. Der macht einem das Leben ja doch einfacher. Hm.
Oh. Das sieht etwas ungemütlich aus. Wow. Ist da reinfallen leider auch. Wieso springst du von der Wand weg, Amaterasu? Wieso macht die Kamera so scheiße? Warum hat das Wind gemacht? Was zur Hölle, ey? Dankeschön. Ja. Und ich bin unten. Ah, aber von hier aus komme ich jederzeit wieder hoch. Also leicht hoch. Ich hab's irgendwie geschafft. Eine Perle, wenigstens etwas Tolles. Au. Nett blitzende Wolken. Au. Loswerden. Au. Pinkel den da bitte an. Ja, Zeit und Schaden. War nicht so gut. Ach herrje, haben wir mal wieder so ein. Gaha, ich bin Blockkopf. Ich bewache diesen Sort, sodass alle passieren können. Erwartest du, heißt es, sodass niemand passieren kann? Ach, du bist es schon wieder. Möchtest du wirklich, dass ich weiter auf deine Schwachpunkte zeige? Wovon redest du da? Nun, wo war ich? Oh ja, du bist dieser schreckliche Mörder, der meine Brüder abgeschlachtet hat. Der weiße Dämon des Todes.
Hehe, sieht so aus, als hättest du einen neuen Spitznamen, Fake-Neu. Ich habe deine Ankunft vorausgesehen. Ich bin der Schattenherrscher der Oni-Insel. Sei gewarnt, ich bin total anders als meine Brüder. Du magst zwar der weiße Dämon des Todes sein, aber mich wirst du nicht erschlagen. Und jetzt verschwinde, hier kommt niemand durch. Haha, das ist die wahre Macht des weißen Dämons. Wie enttäuscht. Ja. Mal gucken, ob ich es diesmal hinkriege. Doing, 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 doing. Nein. Hey Ami, vergisst du nicht irgendwas? Siehst du diese leuchtenden Punkte? Ja. Na, diesmal. Ach du meine Güte. Das ist, als ob die wahre Macht des weißen Dämons des Todes. Du hast so leicht auf meine Schwachpunkte ziehen können. Dabei habe ich so hart trainiert, um sie zu verbergen. Ich block auf, gestehe meine Niederlage ein. Dennoch bin ich der Schattenherrscher der Oni-Insel. Zumindest entehrt mich nicht in der Stunde meines Todes. Ich möchte in Ehren ins Jenseits einziehen. Ja. Ich kann euch tatsächlich nicht das Wasser reichen, werte Herr. Eure Augen immer auf die Zukunft gerichtet haben euch zum Höhepunkt geleitet. Natürlich meine ich nicht unser kleines Rennen. O mächtiger Krieger, der ihr die höchste Spitze der Burg auf der Oni-Insel erreichen wollt. Der wahre Höhepunkt euer Abenteuer ist nah. Tobi hat noch nie zuvor diesen Drang in sich zum Messen verspürt, werte Herr. Auch wenn ich mich euch nicht anschließen kann, so will ich mich von euch mit einem letzten Sprint verabschieden. Mist. Nun gut, werter Herr, jetzt das Rennen, um alles zu wenden. Macht es zu einem, dass ich niemals vergessen werde. Können wir erst da drüben bitte eine Bombe platzieren? Nö. Das ist uns nicht vergönnt. Da drüben eine Bombe zu platzieren. Nö, so geht's nur runter. Damit kann ich nur da unten rumblitzen. Ja. Ich muss irgendwie da hochkommen, oder? Ja. Na, wenigstens kriege ich so schon mal hier die Tür auf. Ah. Ja gut, damit kann ich arbeiten. So. Wirklich gewagt, werter Herr.
Ich bin froh, dass wir uns so verabschieden können. Ich hoffe, mein letzter Sprint hat euch erfreut, werter Herr. Hey, du bist gar nicht mal so schlecht für ein Stück Papier. Und auch wenn du ein Feind bist, so finde ich dich doch. Finde ich doch, dass du unseren Respekt verdienst. Ich fühle mich so sehr geehrt, dass ein so großer Mann, wie ihr es seid, beim letzten Augenblick dabei ist. Hä? Hey Müll, warum sprichst du so, als würdest du jede Sekunde verschwinden? Ich habe gegen die Vorschriften verstoßen und werde deswegen ausgelöscht. Deshalb muss ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich werde jetzt den Preis dafür bezahlen, dass ich meine Pflichten als Torwächter vernachlässigt habe. Du meinst... Oh, trauert nicht um mich, werter Herr. Das war das Leben, das ich mir gewünscht hatte. Es bedeutet mir viel und niemand kann mir das nie nehmen. Auch wenn ich nur als einfacher Dienergeist geboren wurde, so sollte ich doch zumindest bei meinem Dahinscheiden tun und lassen können, was ich möchte. Ansonsten wäre mein Leben eine Verschwendung gewesen. Ich fürchte, ich werde euch nicht den Rest eures Weges führen können. Ich wünschte, ich hätte etwas, das ich euch zum Abschied schenken könnte, aber leider muss ich mich mit leeren Händen von euch verabschieden. Bitte vergebt mir, lebt wohl, werter Herr. Und viel Glück. Oh, Tobi, es war mehr als nur ein kleines Rennen. Vielleicht wäre ich ohne dich gar nicht so weit gekommen. Mit diesem wahren Geist des Wettkampfes, den du mir gezeigt hast, kann ich mich nun selber der Herausforderung meines bisherigen Lebens stellen. Jo. Was ist eigentlich hier unter uns? Ach so, hier sind wir schon wieder hier. Alles so verwirrt. So. Oh, wir haben den Schlüssel nicht mehr. Schade. Hier können wir aber jetzt speichern vom Bosskampf. Oh, die Insel oben, weil wir sind jetzt ganz oben auf der Odi-Insel. Das finde ich lustig. Hier ist sogar noch ein goldenes Tor. So, gegen wen dürfen wir hier antreten? Spürst du auch diese seltsamen Schwingungen, die dieser Ort abgibt, Ami? Es mag ja jetzt ruhig sein, aber ich habe hier ein wirklich ungutes Gefühl. Ich weiß, sie beobachtet uns aus den Schatten. Sie ist bereit, jeden Moment zuzuschlagen. Bist du bereit, Ami? Ja. Exzellent. Ich kann es kaum erwarten, dass ich die Kontrolle verliere und in meinen Blutrausch gerate. Lass uns dieser fuchsköpfige Schlampe eine Lektion erteilen. So ein heftiges Wort in diesem Spiel. Lavaspeiende Fische, yay. Nun, sieht so aus, als wären wir endlich oben in der Burg angekommen. Wo ist jetzt diese fuchsköpfige Schlampe? Der große Isso wird Königin Himiko rächen. Oh, wer hat den Blutboot geholt? Eine Konstellation hier? Kaum zu glauben, dass sie an einem so bösen Ort scheinen kann. Naja, weiter unten haben wir ja auch eine gefunden gehabt. Das reicht nicht. Ich glaube, wir brauchen hier einen Stern, hier ein und hier ein. Ja. Oh, die böse Konstellation. Das ist eine böse Konstellation.